Neko-Pflanzen wachsen im Dunkeln und du brauchst die Sonne nicht, um die Natur zu genießen. Okay. Krass, einer haben die hier echt Pflanzen entwickelt, die im Dunkeln wachsen. Hallo? Oh, sie lieben das, wenn ich das mache. All die verqueren Sachen passieren immer dir, Kumpel. Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen. Es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Okay, kannst du mir den entschlüsseln? Ja, okay, das habe ich verstanden. Könnt ihr mir nicht sagen, wer hier so ein Technikfreak ist? Ich habe es auf der Straße liegen gelassen und am nächsten Tag hatten die Zirks es komplett aufgefressen. Das ist doch verrückt, oder? Sie verschlingen einfach alles. Bist du ein Technikfreak? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, okay. Mhm, habe ich verstanden. Oh, guck, sie lieben uns alle, wenn wir das tun. Das ist so süß. Oh. Entschuldigung, kann ich hier rein? Oh. Oh, ich habe sie alle eingelocht, habt ihr es gesehen? Du siehst aus wie ein Technikfreak. Bist du ein Technikfreak? Das ist die Zeitung von Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Karl, bist du ein Technikfreak? Okay, er ist kein Technikfreak. Verstanden. Schade. Okay. Hallo? Daff, Barbie. Ist hier jemand von euch ein Technikfreak? Oh, noch so ein schönes Bild. Auch den schreibe ich mir kurz auf. Ich weiß zwar auch noch nicht wofür. 1, 2, 3, 8. Und darunter steht 0 Love gleich 7. Okay, ist aufgeschrieben. Hallo? Hi. Du bist neu hier. Was kann ich für dich tun? Ich bräuchte Hilfe. Okay, ist ein sehr... Ja, Technikfreak und so. Okay, ich hab's verstanden. Okay. Entschuldigung. Oh. Bist du ein Technikfreak? Warte, ich möchte zu dir auf den Tisch. Bist du ein Technikfreak? Willst du was? Bist du ein Technikfreak? Okay, er ist auch kein Technikfreak. Habe ich verstanden. Übersetzen. Können wir das? Jacob, Mitarbeiter des Monats, September XX27. Okay. Hallo, bist du ein Technikfreak? Du siehst ein bisschen aus wie ein Zirk, zumindest aus der Ferne. Die sehen niedlich aus und hören sich auch so an, aber lassen dich nicht täuschen. Diese Dinger knabbern sich durch Metall, sind furchterregend. Okay, auch du bist kein Technikfreak. Ich hab's verstanden. Ich glaube, so langsam habe ich's gecheckt. Tauschhändler, Super Spirit Wäscherei, Omas Kleidung, Elliot Programmierung. Elliot Programmierung, da müssen wir hin. Elliots Programmierung. Da will ich rein. Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir öffnen. Klopfen. Hallo. Hallo. Oh, was steht da? Wir wurden dazu programmiert, Sklaven zu sein, aber seit Tagen eine Seele. Hoffentlich finden die Außenwettler eines Tages den Ausgang aus dieser Hölle, Momo. Okay. Hallo? Du bist wegen Elliot hier, er ist gleich da drüben. Hast du da Ahnung von? Das ist ein sehr alter Binärcode. Ja. Notenblatt nehmen. Oh, wir haben ein Notenblatt. Unbetitelt. Okay. Das würde ich gerne mal auf der Gitarre hören. Ja, das bekommt auch
Wenn, aber erst wenn wir sie, glaube ich, vollzählig haben. Vorher macht das halt, glaube ich, wenig Sinn. Okay. Elliot! Wo bist du? Oh, das sieht aus wie bei einem Technikfreak. Ja. Das sieht aus wie bei einem... Merken? Was war das? Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Er ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Oh Gott. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Ja, aber wo sind denn die Menschen? Neue Erinnerungen wiedergefunden. Okay. Okay, wir haben da was aufgemacht. Okay, wir kratzen jetzt nochmal eine Runde. Okay. Hallo. Bist du Elliot? Ja, kann ich dir helfen? Ja, kannst du. Du willst, dass ich diesen Binärcode lese? Eine Sekunde. Ich muss nur meine Linse kalibrieren. Hier steht Dufferbar. Seltsam. Wer vereinbart den Rendezvous per Binärcode? Oh, jetzt weiß ich. Danke, Elliot. Oh, wir kratzen an der Tür. Okay, das sollten wir vielleicht lassen. Kann ich jetzt einfach hier den Weg rausnehmen? Oh, mein Handy bimmelt schon wieder. Wo kommen wir denn jetzt raus? Ich habe keine Ahnung. Ah, perfekt. Okay. Aber dann können wir jetzt den Code, den Tresor öffnen, weil ich habe mir ja den Code aufgeschrieben. Aus der Dufferbar. Den wir da. Huch! Meine Augen. Den wir da hatten. Okay. Ich würde sagen 1, 2, 8, 3. Sehr gut. Oh, Notenblatt. Okay. Jetzt haben wir ein Notenblatt 3 von 8 und 8 von 8. Der Zugang zur Kanalisation ist aufgrund der Verbreitung von Zirks verboten. Bleiben Sie in Sicherheit und verlassen Sie nicht die Sicherheitszone. Okay. Okay. Gut. Für ihn haben wir, also ich glaube, die paar Notenblätter helfen ihm noch nicht, oder? Wir können es aber probieren. Ja, warte mal. Ich habe hier unbetitelt. Diese Melodie enthält genau 44 Noten. Ist eine coole Gitarre, die er da hat. Die er sich da zusammengeschustert hat. Also die Musik ist jetzt nicht so meins, aber guck mal. Ist voll süß. Okay. Ich würde ihm halt gern auch noch die anderen Blätter geben, aber dafür müsste er halt aufhören zu spielen. Guck mal, ich hab noch welche für dich. Da, warte. Danke für die Musik, ich werde gleich üben. Meinst du kannst noch mehr finden? Ja, ich habe noch mehr. Pass auf, hier. Unleserliche Notenblätter. Kaum zu lesen, aber ich kann es trotzdem versuchen. Mach das. Oh, das ist schöner. Oh, da oben ist noch was, ob ich da hochkomme. Ja, vielleicht schaffe ich das da hoch. Muss ja echt ein bisschen mehr die Augen aufhalten, glaube ich. Erstaunlich. Die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. In den Anfängen ahmt ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach. Jetzt haben sie ihre ganz eigene. Die Menschen haben oft gesagt, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, künstlerisch tätig zu sein. Dies sind zweifellos verzweifelte Zeiten. Süß.
Okay. Dann. Och, Handy, Alter. Missionen mitnehmen, brauchen statt einen Platz. Och, mein Gott. Also, manche Menschen gehen mir auch einfach nur auf den Sack, ne? Habe ich nicht gesagt. Natürlich geht mir niemand auf den Keks, aber manche Menschen vielleicht doch. Okay. Dann gucken wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen weiter oben um. Ob hier noch irgendwelche Dinge sind, die man so... Nee. Ach genau, hier waren wir. Dann gehen wir jetzt nochmal hier so ein Stück weiter, dass wir uns hier nochmal weiter umgucken. Weil wir waren ja bei Elliot drin, hier vorne. Aber mit denen können wir nochmal reden. Hallo. Oh, wartet. Oma hat mir das Kleid gemacht. Ganz schön schick, oder? Ja, ja. Achso, okay, die reden gerade. Dann darf ich mich da nicht einmischen. Das ist okay. Hallo. Komm, ich mach dir mal kurz ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht. Ich liebe es zu stricken. Bis jetzt habe ich 478 Meilen an Schals gestrickt. Da hat man immer gut zu tun. Wenn du mir etwas Stromkabel bringst, könnte ich einen Poncho stricken. Du inspirierst mich, aber es ist nicht leicht, hier die richtigen Materialien zu finden. Okay. Das ist Oma. Gut. Omas Kleidung. Okay, das heißt, wir brauchen die Sachen. Wir müssen hier die Sachen zusammensuchen, damit wir uns diese Sachen machen lassen können. Achso, von hier bin ich ja gekommen, ne? Genau. Genau, und hier hatte er die Tür verbarrikadiert, aber hier kann ich jetzt auch hin. Oh, was kam denn da raus? Oh, ah, so kriege ich... so kriege ich den Energy Drink zusammen, ich verstehe. Ruht in Frieden, ihr Menschen. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier jetzt. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie ist es, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage, aber sind sie wirklich im Frieden? Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. Okay. Aber zumindest weiß ich jetzt, wie ich an die Energy Drinks rankomme. Das ist gut. Jetzt habe ich zumindest schon mal einen. Oh, da läuft einer. Hallo. Das heißt, wenn wir noch so ein paar Getränkeautomaten sehen, dann müssen wir da mal wild drauf rumdrücken. Steht hier? Ankündigung, ich bin auf der Suche nach Notenblättern, um mit meiner Gitarre ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Wenn du welche findest, bringen sie mir. Ich wohne in der Nähe des Aufzugs. Okay, das kriegen wir hin. Tauschhändler, Supersplit-Wäscherei, Omas Kleidung, Elliot-Programmierung. Okay. Ich will einmal gucken, wo wir da rauskommen, wenn wir jetzt hier hochgehen. Ja. Ah, okay. Ja, alles klar. Mhm. Gut. Hier komme ich nirgendwo hin. Da sitzt aber noch einer. Hallo. Hoffentlich lassen die Jungs nicht wieder ein Farbeimer fallen, sonst wird Cosma sauer. Ja gut, das mit dem Farbeimer, das war vielleicht auch ich. Hat sich hier einfach nur so. Ach so, nee, die machen, lass mich rein. Bitte sei nicht so kindisch, ich werde dir nicht wehtun. Okay. Dann nicht. Okay, da, jetzt müssen wir aber nochmal nach diesen Getränkeautomaten gucken. Dass wir uns hier noch so ein paar Energy Drinks knapsen. Ich weiß halt gar nicht, wo noch welche waren. Muss ich ehrlich sagen. Ah, hier ist noch so ein Getränkeautomat. Oh.
Aber es müssen ja noch ein paar mehr sein. Es müssen ja definitiv noch ein paar mehr sein. Nee, das ist nur ein Kühlschrank. Ich hüpfe sonst gleich mal oben noch rum. So, was kriege ich für das Stromkabel? Was wollte er dafür haben? Nochmals, hallo. Willst du jetzt? Das ist ein Satz Stromkabel, das Beste vom Markt. Zum Tausch will ich dafür einen super Spiritus. Ach nee, den habe ich ja nicht. Aber das kann ich doch, glaube ich, holen, oder? Es kostet dich eine Dose Energy. Bitteschön. Danke. Okay, dann bringen wir ihm jetzt mal das Notenblatt. Und dann gehen wir noch nach dem anderen suchen. Ja, ich habe noch ein Notenblatt für dich. Ja, ja, hier ist noch was. Bitteschön. Des Nachts du hold am Rechnen bist. Das. Oh, der ist gut. Hört hier zu. Mhm. Wir sind bereit. Oh, die Pralinen so geil. Ja, ich muss mir auch gleich noch was zu naschen holen. Sehr geil. Okay. So, ich überlege noch gerade. Wo war denn dieser andere Getränkeautomat? Ich hüpfe da sonst oben gleich nochmal hoch. Und guck nochmal, ob ich den da oben noch irgendwo finde. Nee, hier hinten war er bestimmt nicht. Oh, hallo. Wenn also heute das Morgen von gestern ist, wird morgen das heute von gestern sein, oder? Die Zeit ist schon seltsam. Wir altern nicht wie unsere Vorfahren, die Weichen. Wir sind hier gefangen, für immer. Oh, es tut mir leid. Was steht da? Ankündigen, suche ich jemanden, der den Südeingang der Sicherheitszone überwachen kann. Die Entlohnung beträgt 2 Pins Silberöl pro Tag. Bitte Wächter kontaktieren. Okay. Ich bin verwirrt, ich verlaufe mich hier dauernd. Ach ne, hier war ich schon. Okay. Genau, mit dem habe ich schon gequatscht. Da ist abgeschlossen. Die quatschen mit Oma. Aber hier ist, glaube ich, bestimmt kein Getränkeautomat. Nee. Okay, dann. Kann ich da kratzen? Klopfen? Achso, nee, ich glaube, da kratze ich nur so. Okay, ich werf mal mit Pralinen um mich. Ja, danke. Nee, hier oben war ich doch gerade, ne? Da ist aber auch kein Getränkeautomat gewesen. Nee. Okay, vielleicht muss ich hoch dafür. Ich habe ja so eine Idee. Moment. Warte mal. Da würde ich gerne hoch. Kann ich hier irgendwie hoch? Nein, du sollst da hoch, Schatz. Weil ich glaube, wir müssen hier vielleicht noch ein bisschen höher. Ich weiß zwar noch nicht, wofür. Aber vielleicht gibt es hier Dinge. Ich weiß zwar noch nicht was, aber vielleicht gibt es hier Dinge. Oh, da ist doch noch was. Oder nicht? Doch, Notenblatt. Ha! Easy. Entschuldigung, darf ich rein? Wahrscheinlich nicht. Was ist das für ein Geräusch? Ne, wahrscheinlich nichts. Na toll. Mhm.
So, dann gehen wir jetzt mal hier rüber. Guck mal, was es hier so gibt. Da ist noch so ein Getränkeautomat. Das war eine gute Idee. Das war eine gute Idee, hier hochzukommen. So. Eine Dose brauchen wir noch. Und dann können wir uns die Notenblätter holen, die Kabel holen und können dann die Strickanleitung machen. Hallo. Können wir Fernsehen gucken? Oh. Okay. Ja, cool. Also zwischendrin gibt es hier schon echt süße Interaktionen. Das muss man ja schon sagen. Oh, eine Bibliothek. Oha. Oh. Wenn du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein. Band 42. Oh. Oh, da ist auch noch ein Notenblatt. Easy, cool. Oh. Wir gerade komische Musik gemacht haben. Hallo. Okay, also hier können wir auch noch wilde Dinge nach oben tun. Da ist ein Arm. Hier noch irgendwas übersetzen. Okay. Hey Doc, ich habe die Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Oh. Es reicht nicht, deinen Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen. Yes. Jess, die Bibliothekarin. Oh, jetzt wissen wir wohl, dass es hier einen Safe gibt. Der war bestimmt gerade da. Wo? Geh runter. Da ist der bestimmt. Ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Also manchmal frage ich mich, die Bücherstapel bringen einem jetzt nicht wirklich was, oder? Also nur so semi. Da. Oh mein Gott. Okay, mit dem süßen Bild lasse ich euch da kurz zurück. Ich hole mal ganz kurz mir was zu naschen, wenn ich jetzt die ganze Zeit von Pralinen lese. Also wir müssen da irgendwie noch hoch und irgendwie ist da irgendwo noch ein Tresor hinter einem Stapel Bücher. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht wo. Okay. Also die Frage ist halt, hinter welchem Stapel Bücher naja, das Safe vom Arzt, aber... Hm.
Aber wo ist er? Schwierige Geschichte. Ob der überhaupt hier drin ist oder ob er den bei sich versteckt hat? Okay. Wir lassen es jetzt erstmal. Ich finde den wahrscheinlich eh nicht auf die Schnelle, von daher. Okay. Oh, hallo. Hallo. Oh, du bist es. Was für ein komisches kleines Kätchen. Aber irgendwas strahlt so aus. Ja, was Süßes. Für mich veranlasst, dich zu streichen. Aber tu es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Weil ich süß bin. Einfach nur, weil ich todesniedlich bin. Kann ich mich dazulegen? Oh Gott. Oh mein Gott, ist das süß. Boah, ist das niedlich. Oh mein Gott. Was machst du da? Okay, da gibt es einen Aufzug. Achso, das ist das Gebäude, wo ich hin muss, ne? Vorsicht, ich muss mich konzentrieren. Ich will nicht noch einen Eimer fallen lassen. Upsi. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Es tut mich leid. Ui, ui, ui. Okay, ich überlege gerade, wie wir weitermachen. Warte mal, ich kann von hier darüber. Und von hier kann ich dann ja mit ihm reden. Hallo. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, sorry. Vielleicht bin ich schuld. Es tut mir leid. Ah, jetzt bin ich hier. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Kann ich hier nochmal mit dem Eimer fahren? Ui! Aber jetzt ist der Arzt vielleicht endlich rausgekommen. Vielleicht kann ich jetzt dadurch da rein. Das hätte jetzt natürlich Stil. Wartet mal, die haben das Ding... Nein, du sollst runter. Die haben das Ding da drüben fallen lassen, ne?